Wer bist du? Was kannst du? Was suchst du? Was hat ein Unternehmen davon, dich einzustellen? Das ist ja das, was den Personaler interessiert. Das Angebot der Werkakademie ist was ganz Besonderes. Deswegen ist uns wichtig, dass die Kollegen eine gute Vorauswahl treffen, motivierte Teilnehmer finden, weil es gibt eine sehr lange Warteliste und es bringt keinem was, wenn hier jemand einen Platz besetzt, der dann nicht tatsächlich anwesend ist. Wir haben jetzt zwei Gruppen mit jeweils 8 Teilnehmern und bauen jetzt gerade auf 10 Teilnehmer aus. Wir bieten verschiedene Workshops an zum Thema Assessment Center, Vorstellungsgespräch. Die haben wir alle selber konzipiert und machen das dann hier so lebhaft gemeinsam in der Gruppe einfach als interaktiven Workshop. Und wir versuchen schon den Teilnehmern darzustellen, Bewerbung heißt ja, man wirbt für sich. Das muss natürlich individuell sein. Und da gucken wir auch immer, okay, was ist der Zielberuf? Was bin ich für ein Typ? Was ist das Unternehmen für ein Typ? Ja, ich bin Michael Andrzejewski, ich bin 23 Jahre alt und suche im Bereich Informatik nach einem Ausbildungsplatz. Ich bin seit ein paar Monaten bei der Werkakademie. Das ist genau das, was ich aktuell brauche. Die haben mir sehr weitergeholfen, natürlich einmal mit der Berufswahl, aber natürlich auch mit vielen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch dem Bewerbungsschreiben natürlich. Teilweise haben wir 17-Jährige hier, die haben vorher noch nie Kontakt zum Arbeitsmarkt gehabt. Das heißt, die wissen gar nicht, wie verhalte ich mich im Umgang mit Kollegen, im Umgang mit Arbeitgebern, mit Vorgesetzten. Manche haben immer Schwierigkeiten, ihre Stärken zu benennen. Manchmal fragen wir dann auch so ein bisschen ins private Umfeld. Ne? Was sagt denn deine Familie? Was kannst du gut? Wofür würde dein bester Freund dich immer anrufen? Und so kriegt man halt auch sehr viel Persönliches von den Teilnehmern tatsächlich mit. Hallo, mein Name ist Sekta Ismail. Ich komme aus Somalia. Ich bin 25 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, danach 2 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich suche später als Krankenschwester arbeiten. Ich helfe den kranken Menschen. Akademiewerkstatt helfen an Bewerbung und auch so vorstellen, üben und suchen Arbeit. Unsere Erfolgsquote ist sehr gut. Die Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, 24 Einheiten zu buchen sozusagen. Bisher haben wir nur 3 Teilnehmer nicht vermittelt.